Aber es ist Arbeit, die man erstmal auf sich nehmen muss. Und Arbeit, die man auf jeden Fall respektieren sollte. Und wenn man, wie ich jetzt, täglich ein Video veröffentlicht, manche veröffentlichen ja viel mehr, das kostet verdammt viel Zeit. So, das sollte man erstmal wertschätzen. Wenn also irgendwer, der aktiv Videos produziert und nicht nur so ein One-Hit-Wonder hat, dann finde ich es auch ein bisschen unfair. Da finde ich auch die Abonnenten unfair. Aber ich heule jetzt darüber nicht zu sehr rum. Da habe ich noch andere Sachen zuzusagen. Aber wenn man regelmäßig Videos produziert, dann hat man verdammt nochmal das Recht darauf, Werbung zu schalten. Weil man verdient es einfach. Das, was man hier macht, klar, ist ein Hobby. Aber meiner Meinung nach ist es trotzdem ein großer Haufen Arbeit. Und Arbeit sollte meiner Meinung nach entlohnt werden. Zuschauer, alles schön und gut. Aber davon kann man sich ja auch nichts kaufen. Klar, ist immer gut fürs Ego. Ich muss dazu sagen, ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten, über jeden einzelnen Klick, über jeden einzelnen Like. Das ist für mich mit die größte Belohnung, die ich momentan haben kann. Klar, ich habe noch keine Werbung geschaltet. Ich sage mich aber nicht komplett davon los. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, nein, das mache ich auf keinen Fall. Wenn ich irgendwann mal berühmt genug bin, klar, dann geht es in ein Netzwerk und die haben dann die vernünftigen Rechte für mich und die sorgen dann auch dafür, dass ich ein bisschen Taschengeld dazu verdiene. Es ist ja nur bei einem normalen Menschen, der das hobbymäßig macht, nur absolut nichts, wovon man leben kann. Dem sollte man sich auch klar sein. Aber das sind Sachen, wenn man da ein bisschen Geld verdient, hey, dann kann man das doch wiederum in seine Videos investieren. Genau das würde ich nämlich machen. Wenn ich da ein bisschen Geld verdient habe, ein paar Euros mal zusammen, ja Mensch, dann kaufe ich davon ein neues Spiel und nehme das auf. Oder ich warte ein bisschen länger und kaufe ein neues Mikrofon. Das sind Sachen, die kann man doch der Community praktisch wieder zurückgeben. Hey, ihr ertragt diese paar Sekunden Videos, diese paar Sekunden Werbung vor den Videos oder nach den Videos oder zwischen den Videos, auf den Videos, auf meinem Kanal, wie auch immer, ist egal. Ihr ertragt diese Werbung und als Belohnung bekommt ihr bessere Soundqualität oder ein neues Spiel direkt zum Release oder wie auch immer. Irgendetwas, was man an die Community zurückgeben kann. Und ich bekomme halt ein bisschen Geld und kann mich an meinen neuen Spielen erfreuen, an der neuen Erfahrung, die ich teilen kann. Ich kann ja die Spiele auch privat spielen, ne? So ist es ja nicht. Oder an dem neuen Sound erfreuen, ein neues Mikro kaufen. Mensch, es gibt kaum was Schöneres, wenn die Stimme noch klarer klingt und noch besser. Das ist doch was Tolles. So kommt alles zusammen. Das ist alles eine große Einheit, alles ein Kreislauf. Und das gehört zusammen und das sollte man so respektieren. Jetzt bin ich fast am Ende von dem, was ich sagen wollte. Ich hatte vorhin irgendwas, da wollte ich mich dran aufhängen. Es war auch wieder mit Gronkh und jetzt habe ich aber so ein bisschen den Faden verloren. Ist jetzt natürlich doof. Aber gut, kann man jetzt auch nichts dran ändern. Ja, das war mit diesen Abos und mit den Klicks. Tja, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ich werde aber mal an dieser Stelle fast ein bisschen weitermachen, weil. Was ist das? Weil ich auch von einem Kanal gehört hatte, einen Kanal mitbekommen hatte, der ziemlich schnell besondere Beliebtheit erfahren hat. Mann, einen Kanal, der recht schnell erstaunlich viele Zuschauer bekommen hatte. Den hatte ich auch übers Let's Play Forum gefunden. Da haben sich auch manche User drüber aufgeregt. Ich habe das alles ein bisschen anders gesehen. Es war ein, oder das ist vielmehr immer noch wahrscheinlich, ein Kanal eines jungen Mädchens, die ihre Videos mit Facecam aufnimmt. Mein Gott, warum denn nicht? Machen viele andere auch. Ich hatte mir ein paar Videos angeguckt und war dann erstaunt, Mensch, die hat ja ein paar hundert Views auf ihren Videos oder sogar ein paar tausend, obwohl sie erst, ich hatte nachgeguckt, an dem Tag, glaube ich, seit einer Woche dabei war oder seit 2 Wochen oder so. Ich war sehr erstaunt darüber. Hab mir jetzt nichts weiter dabei gedacht, okay. Und dann erscheint im Forum tatsächlich so ein, fast so eine Art, so ein,
na, wie sagt man, so ein Hetzthema, wo denn erst allgemein angefangen wurde, wo der männliche Themenersteller erst gefragt hat, ja, werden nicht weibliche Let's Player bevorzugt und so. Und dann hat sich halt später rausgestellt, nein, er meinte tatsächlich nur dieses eine Mädchen. Tja, mein Gott, sie ist jung, hübsch, schön anzusehen und sie stellt sich nicht ganz so doof an. Sie macht halt ihren Standardkram. Und der war wohl angepisst darüber, dass sie so berühmt war, sage ich mal. Berühmt, ja, okay. Trifft es eigentlich berühmter als ich auf jeden Fall schon mal. Und hat sich darüber ein bisschen pikiert und fand das nicht so komisch. Und der meinte dann später auch, die sind ja alle nur bei ihr, weil sie eine Frau ist. Oder ich sag einfach mal Mädchen. Die ist noch recht jung. Und da hat er ziemlich viel rumgeheult und andere User auch. Und ich habe das eigentlich ein bisschen anders gesehen. Klar, wenn sie wegen ihrem Aussehen Zuschauer bekommen hat, dann ist das eigentlich nichts, worauf man neidisch sein sollte, sondern etwas, was recht traurig ist, weil es zeigt, dass die scheinbar größtenteils männlichen Zuschauer recht primitiv sind und sie die Zuschauer aus dem falschen Grund hat. Das ist ja nichts, worum man sie unbedingt beneiden müsste. Aber was sich dann noch herausgestellt hat zu diesem Thema, war eher... So, okay. Da ging es jedenfalls... Ja, ich war bei dem Mädchen, die da recht viel Bekanntheit errungen hat. Okay, ja. Die haben sich jedenfalls alle darüber aufgeregt und ich habe das anders gesehen. Ich hätte sie eher bemitleidet, wenn es denn so gewesen wäre. So, ich weiß bis heute natürlich immer noch nicht, ob es so ist oder nicht. Ob sie jetzt nur bevorzugt wurde, weil sie nett aussieht oder ob das andere Gründe hat. Was ich allerdings noch gesehen habe, war, dass ich eine andere Let's Playerin in dem Thema gefunden hatte, die meinte, dass wohl alle nicht so respektlos über sie reden würden, wenn sie denn wüssten, warum sie wirklich so bekannt wurde. Ich weiß nicht, was sie heute für Views hat, wahrscheinlich deutlich höhere noch und mehr Abonnenten, aber ja, das zeigt es jetzt wieder, da wurde wieder mit dem Finger auf andere gezeigt. Hey, guckt mal die da, die macht ja nichts Besonderes und hat trotzdem so viele Abonnenten. Warum? Wo kommt das her? Tja, man weiß es nicht, man kann nur drüber spekulieren. Ich würde bei sowas immer denken, ja Mann, sie wurde von irgendeinem großen Kanal promoted. Ja, ist doch möglich. Aus welchem Grund auch immer. Mann, vielleicht ist sie ja auch die kleine Schwester von irgendwem Großen. Und er hat nur in irgendeinem kurzen Video erwähnt, hey, guckt mal da, schaut mal bei der rein. Ist ja gut möglich, was weiß ich. Aber höchstwahrscheinlich liegt der Grund für ihr, für ihren Bekanntheitsgrad nicht nur in ihrem Aussehen oder vielleicht gar nicht. Und das hat andere Gründe und die kennt man nicht. Und das sind wieder die Sachen, die Leute haben sich so sehr darauf fixiert, anstatt die Zeit daran zu investieren, selber was aufzunehmen. Hm, könnte man doch machen, ne? So wie ich das gerade hier mache. Okay, ich rede mir hier gerade sonst was von der Seele, aber was soll's? Ich mache halt was Eigenes, ne? Das ist was ganz Wichtiges. Da gibt es ja auch solche Sprichwörter. Okay, in Sprichwörtern bin ich jetzt eigentlich schlecht, weil mir immer nur sinngemäß der Wortlaut einfällt. Nee, mir fällt sinngemäß der Sinn ein, aber halt überhaupt nicht der Wortlaut. Da ging es aber... Was ist das denn? Da ging es aber darum, dass man doch damit aufhören sollte, Leute zu hassen. Weil, Hass ist etwas, also Hass ist was Anstrengendes. Das ist Energieaufwand für eine Person, die man nicht mag. Da kann man sich's doch gleich sparen, oder? Also warum sollte ich Hasstiraden schreiben oder irgendwem Hassbriefe schicken? Sei es nur bei Gronkh oder bei sonst wem auch immer. Muss ja auch gar nicht auf YouTube sein. Warum sollte ich darauf meine Zeit verschwenden? Das ist mir doch viel zu kostbar, meine Zeit mit etwas zu verschwenden, was ich nicht leiden kann. Da soll ich es doch einfach bleiben lassen. Da beschäftige ich mich doch viel lieber mit etwas, das ich mag. Und deshalb ist es auch Quatsch, irgendwelche Let's Player runterzumachen. Vor allem dann, wenn man ihre Hintergründe nicht kennt oder wenn sie einfach schon, meine Güte,
ich war auf Gronks Kanal und da steht erst 2006 beigetreten. Das war vor 7 Jahren. Wenn ein Mensch schon 7 Jahre dabei ist, dann hat er es verdient, berühmt zu sein und der Größte in Deutschland zu sein, damit sein Geld zu verdienen. Punkt. Deshalb, selbst wenn ich das nicht leiden kann, wenn ich diesen Umstand nicht verstehe, ja Mann, dann sollte ich vielleicht mit YouTube komplett aufhören. Dann sollte ich es bleiben lassen. Das ist echt. Das ist dann ja witzlos, wenn man sich so wenig damit beschäftigt. Dann sollte man es von Anfang an lassen. Das hat dann ja keinen Sinn.